schauen wir mal, wer da ist. Wer bist du denn bitte? Wer bist du? Ja. Hallo! Sag mal, Rico, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wer ist sie? Na? Was machst du Schönes? Ein bisschen arbeiten. Ein bisschen arbeiten? Okay, und was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass du auch was arbeiten? Wie wär's, du arbeitest ein bisschen an mir? Fand sich besser. Ja? Wollen wir hoch? Ich kann ihn mal. Mm-mm. Die stören jetzt nur. Erwartest du jemanden? Gerade so? Nein, kann auch nichts Wichtiges sein. Also heißt, wir können jetzt hochgehen und einfach mal. Warte mal. Nein, Schatz, das nervt mich gerade. Schauen wir mal, wer da ist. Wer bist du denn bitte? Wer bist du? Ja. Hallo! Sag mal, Rico, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wer ist sie? Was fällt dir ein? Was machst du hier? Du spielst mir die ganze Zeit vor, ich sei deine Königin und dann bummst du diese hier? Wie hast du mich gerade gesagt? Willst du mich verarschen? Du hast genau richtig gehört. Ich glaube, lass mich spielen. Bist du gerissen? Ich erkläre das gleich. Meine Oh mein Gott. Wo warst du? Ist das gerade dein Ernst? Ich rede mit dir. Wer war die vorhin, ne? Und was wollte das mit Stück? Meine Fresse, das war meine beschissene Stalker-Ex-Freundin. Jetzt schiebt man nicht so eine Welle. Ich soll keine Welle schieben? Warum? Hä? Warum? Hast du Angst zu ersaufen, wenn ich erfahre, dass du mich betrügst? Überleg dir, was du mir unterstellst. Rico? Hey! Hast du mir gerade gedroht? Ob du mir gedroht hast, Rico? Die Alte, die vorhin hier war, die war nämlich richtig davon überzeugt, dass ihr zusammen seid. Also was ist die ganze Scheiße hier? Was soll das? Lass den zu sie! Das her! Antwort zu mir! Lass es! Samantha, ey! Hör auf, das ist zu bereuen! Ich hasse dich! Was macht ihr denn hier? Ich weiß nicht, vielleicht mal checken, wo du bist, wo du dich rumtreibst. Du meldest dich ja seit Tagen nicht mehr, weil du ja krank bist. Ich hab dich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und sag mal, was hast du da im Mund? Okay, pass auf, Unterricht fängt jetzt an. Warte mal, du bist echt hier. Sag mal, hast du dich aufs Maul gelegt? Nein. Es ist aber auch nicht wichtig. Wie, das ist nicht wichtig? War das Rico? Gell, was? Setz dich. Was ist los? Was ist passiert? Erzähl doch mal. Da war so eine heute bei Rico zu Hause und die hat was davon gelabert, dass sie zusammen wären. Und ich wollte natürlich mit Rico darüber reden und der ist einfach ausgerastet. Hast du mich verarschen? Ich schwöre, diesen Typen gehören die Eier kastriert. Kimi, jetzt chill mal. Ich kenn Rico und der macht sowas nicht. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist, aber ich kenne ihn und ich weiß einfach, dass das ein Versehen war. Das war nicht seine Absicht. Ein Versehen? Alter, bist du dumm? Der gibt dir eine, bumst eine andere und du nimmst dir noch einen Schutz? Ehrlich, Mann, was mit der Sammy, die sich über ihre eigene Mutter abgefuckt hat, weil die so blind war? Oh, hey. Samantha, Ladies. Ich mach's kurz und knackig, ja? Ich weiß von nichts, also kein Stress. Ich soll von Rico sagen, dass es ihm leid tut. Ey, verpiss dich doch und nimm deinen Dreckscousin mit. Was stimmt nicht mit euch? Hast du mir nicht zugehört, Zwerg? Kannst du die mal zurückpfeifen? Ey, ich weiß von nichts. Ich lass es einfach.
Bist du sein Vogel oder was? Seine Taube? Keine Ahnung. Guck mal, ich will doch gar nicht auf Botschafter machen. Zügel die einfach, okay? Ich hab's dir gesagt. Geh einfach. Hör nicht auf ihn. Ihr habt einfach recht, ne? Pass auf, ich werde einfach meine Sachen zusammenpacken nach der Schule bei dem. Wir kommen mit, wir machen den fertig. Wir helfen dir. Nein, ich kann das auch alleine. Sehe ich aus wie ein kleines, hilfloses Mädchen? Ich pack das schon. Warte doch mal, bitte. Passiert, es tut mir leid. Hey. Ist dein Ernst? Hey, du hörst mir jetzt zu. Was? Ich soll dir zuhören? So wie du mir heute Morgen zugehört hast, Rico? Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass ich dir nicht zuhören werde? Knallst du mir dann wieder eine? Ich hab dir was zu dem Thema gesagt. Tust du das noch einmal, bin ich weg. Und jetzt schau zu. Von meinen Willen kannst du auch von heute Morgen vögeln. Ist mir scheißegal. Hey, ich hab... Nochmal, ich hab dich nicht beschissen. Das würde ich niemals tun. Ich würde meine Königin niemals bescheißen. Hey, und mir sind eben einfach die Leitungen durchgebrannt. Mir tut es leid. Hey, Vorschlag, können wir nicht bitte einfach in die Mall fahren? Einfach ein bisschen Spaß miteinander haben. Mir tut's leid, wirklich. Ich weiß gerade einfach nicht, wie ich es gut machen soll. Bitte. Lass es. Was denkst du, dass du mich einlullen kannst? Wer bist du? Denkst du, du kannst mich kaufen, Rico? Hier, pass auf. Deinen Schmuck kannst du haben, weißt du? Das kannst du alles haben. Ich brauch das nicht mehr. Steck dir deine ganzen Geschenke sonst zu hin. Geh weg. Hasse mich. Nein, lass mich. Das war die richtige Entscheidung. Ja. Willst du uns erzählen, wie es war? Was hat der Pisser gesagt? Der wollte, dass wir das einfach vergessen, aber sein Wannabe-Charme kann er sich sonst wohin stecken, Alter. Ich bin einfach nur abgefallen. Kann man so ein Arschloch sein? Okay. Wie kann man denn so sein? Aber das ist trotzdem kein Grund für den Typen, gegen deine Tasche zu treten. Du musst den Pisser vergessen, Mann. Ich schwöre, du checkst es nicht. Sofort vergessen. Ja. Es ist zu abgefuckt hier. Wir gehen feiern. Wir gehen feiern. 24/7 Hardcore. Wir ziehen das durch. Wir machen das. Okay, ist echt lieb von euch, aber sehe ich danach aus, als wollte ich jetzt feiern wollen? Leute, ich bin obdachlos. Statt zu feiern, soll ich mal hier schauen, dass ich unterkomme. Was ist mit euch? Kann ich bitte bei euch übernachten für ein paar Tage? Geht das fit? Du kennst die Situation. Ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder in so einer kleinen Wohnung und Celine... Mein Akku-Stiefvater, der würde leider ausrasten. Ey, Leute, ich dachte, ich kann bei euch unterkommen. Was ist denn mit dem Loft? Mutti Maike, die nimmt dich doch bestimmt wieder auf. Ja, die nimmt mich auf. Ja, eigentlich schon, aber wir haben uns so oft gezofft. Sam, Maike und ich, das klappt einfach nicht. Deshalb kann ich Loft jetzt erstmal schön vergessen. Kein Fall. Du und deine Mutter? Ich meine, es ist nicht die beste Option, aber dann bist du wenigstens wieder in der Hut und wir sehen uns viel öfter. Ja, vielleicht ist das gerade einfach das Beste. Ich will auch nicht unter der Brücke schlafen. Guck mal, das ist mir schon übel. Ey, Mann, Leute. Ich habe aber noch ein paar Sachen im Loft. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Wenn du willst, kann ich die holen, wenn du keinen Bock auf Mike und Sam hast. Ja, oder ich schaue, dass ich selber dahin gehe. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss sowieso kurz noch im Kühn vorbei. Dann passt das. Dann gucke ich, ob ich Sturmfrei habe oder nicht. Gut, ich mache das schon irgendwie. Du schaffst das. Ja, cool, dass ich für nichts hingekommen bin. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich bei euch, aber ist okay. Danke, ja. Viel Glück. Danke. Ciao. Ciao.
runter. Was machst du denn hier? Ich bin auf der Durchreise, Sam. Es tut mir leid, ich kann gerade nicht, ja. Und dann spiel ich, warte mal ganz kurz. Dann spielen wir hier durchs Fenster, oder was? Was willst du wirklich? Nichts, ich hab nur mal kurz vorbeigeschaut. Guck mich doch mal an, was ist los? War das Rico das Schwein? Samantha, du sagst mir jetzt sofort, ob das Rico war. Sonst rufe ich die Polizei und du kommst ja dran. Bitte nicht die Polizei, Sam. Scheiße, ja, es war Rico. Scheiße. Mann, das tut mir so leid. Sag mir bitte, dass du dich von ihm getrennt hast. Ja. Das hast du schon gemacht. Ich weiß, dass das jetzt wehtut. Du unter der Trennung leidest, aber ich verspreche dir, das geht vorbei. Okay? Ich hoffe es und wirklich nicht. Was hältst du davon, wenn wir reingehen und einen Kakao trinken, bevor wir ins Loft fahren? Ins Loft? Wollt ihr mich überhaupt noch? Du und Maike. Sam, ich war einfach so asozial euch gegenüber und das ist nicht zu verzeihen, okay? Samantha, war mir verzeihen. Okay? Und ich bin nur 100% sicher, dass Maike das genauso sehen wird. Jetzt komm ich nur nicht. Kakao mit oder ohne Sahne? Mit. Alles klar, Mama. Danke. So machen wir's. Jo, ja, richtig aus. Okay, Maike. Bis dann. Ciao. Ich soll dir von Maike ausrichten, dass ich es kaum erwarten kann, dich wieder in ihre Arme zu schließen. Dankeschön, das ist echt nicht selbstverständlich. Und ob das selbstverständlich ist. Mann, du bist hier jederzeit willkommen. Danke. Okay? Ja, danke. Wie wär's, wenn du erstmal deine Sachen in Ruhe auspackst und ich würde mal schauen, dass ich uns irgendwas fürs Abendessen mache. Was hältst du vom Burger? Burger? Mhm. Machst du den denn so gut wie Maike? Besser. Okay, alles klar. Danke. Dann bis später. Bis später. Ciao. Hier als Geschenk verpackt oder was? Sieh zu, dass du hier rauskommst, sonst rufe ich die Polizei. Was willst du da machen? Willst du mit deinem Wischmopp irgendwas stechen oder was? Wäre doch zu schade, oder? Wenn ich dann dein dummes Gesicht nicht mehr sehen könnte. Pass auf, dass es nicht beide Augen werden. Und jetzt los, sonst rufe ich die Polizei. Du kennst den Weg. Ja, zu Samantha. Samantha. Du kommst hier nicht hoch. Samantha kann, glaube ich, ganz gut für sich allein entscheiden, was das Beste für sie ist. Erde an Spatzen hier. Samantha hat schon für sich allein entschieden. Hör mir mal zu, ich kenne Typen wie dich. Typen, die meinen, dass ihnen die Welt gehört, nur weil sie ein bisschen Kohle haben. Typen, die meinen, dass sie Helden sind und Frauen manipulieren können, so wie sie gerade Bock haben. Aber weißt du was? Du bist kein Held. Du bist ein ganz, ganz armes Würstchen. Und jetzt sieh zu, dass du hier abhaust, sonst rufe ich die Polizei. Obwohl, die Polizei muss ich gar nicht rufen. Ich rufe ein paar Typen an. Richtige Typen. Typen, bei denen sich der kleine Rico ins Höschen macht. Und jetzt raus. Sam, ist mir immer wieder eine Freude mit dir. Wir sehen uns. Arschloch. Erfahren, dass du, Dario, meinen einzigen Sohn, überfahren
und auf der Straße liegen gelassen hast. Milan, ich kann dich auch. Zlatko, hol den Wagen. Raus. Sonst rufe ich die Polizei. Wenn ich die Tür wieder aufmache, dann bist du hier verschwunden. Nur verstanden. Ist alles okay? Ja. Eins. Zwei. Drei.